Hey, hallo liebe Judo-Freunde, ich bin's, euer Leo. Für alle diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten, ich bin das Maskottchen vom Württembergischen Judo-Verband. Und mir geht's momentan genauso wie euch. Aufgrund von dem Coronavirus kann ich leider nicht ins Judo-Training gehen. Aber ich dachte mir, lasst uns doch einfach mal ein bisschen zusammen trainieren und habe für euch ein kleines Trainingsvideo vorbereitet. Wie sieht's aus? Seid ihr dabei? Sehr gut, dann lasst uns anfangen. Was haben wir heute vor? Und zwar, nach einer kurzen Aufwärmphase werden wir uns mit judo-spezifischen Bewegungsformen beschäftigen. Und zwar werden wir Fußfeger ohne Partner üben. Anschließend, damit wir auch löwenstark werden, werden wir einen kleinen Kraft- und Ausdauerzirkel machen, bevor wir dann am Ende die Challenge of the Week ansprechen werden. Was es damit genau auf sich hat, werde ich euch nachher noch erklären. Am Ende, damit alle wieder ein bisschen zu Puste kommen, gibt es noch ein paar Entspannungs- und Dehnungsübungen. So, bevor wir anfangen mit dem Aufwärmen, das machen wir natürlich in jeder Judo-Einheit, angrüßen vorerst. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich Socken anhab, aber wir haben ja keine Judomatten. Und ehrlich gesagt ist es hier in der Geschäftsstelle auch ganz schön dreckig auf dem Boden. Und da, damit ich mir jetzt nichts dreckig machen will, habe ich die Socken einfach angelassen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, entweder sockig oder barfuß. Wichtig nur, dass ihr keine Schuhe anhabt, weil Fußfeger mit Schuhe geht nicht so gut. Gut, dann grüßen wir an. Punkso. So, zum Aufwärmen. Erste Übung, ganz einfach, der Hampelmann. Nehme ich mal zur Seite, damit ihr mich alle auch sehen könnt. Und auch von hinten, denn auch ein schöner Rücken kann mir zicken. Und wir machen noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sehr schön. Erste Runde geschafft. Gleiches Spiel nochmal. Jetzt aber etwas zügiger. Und los geht's. 1, 2. Und jetzt noch 10 ganz schnell. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Puh. Kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Nächste Übung. Wir springen quasi wie beim Hampelmann, nur die Seite und Arme nicht nach vorne, nicht zur Seite, sondern nach vorne ausstrecken. Und erst auch wieder schön langsam. Arme schön weit mit nach oben nehmen. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und abschütteln. Sehr schön. Machen wir jetzt gleich auch nochmal eine schnellere Runde. Und los geht's. Arme schön hoch. Und nochmal 20 ganz schnell. 4, 5, 6, 7, 19, 20. Wunderbar. So, jetzt machen wir es koordinativ ein bisschen schwieriger. Und zwar machen wir die Beine jeweils wie beim normalen Hampelmann. Die Arme aber dafür vor und zurück.
Und noch 10 Mal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Kannst du den Bogen richten, damit wir auch schick aussehen. Jetzt genau andersherum. Füße vorne zurück und die Arme seitwärts nach oben. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ausschütteln. So, nächste Runde beim Hüpfen. Jetzt ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Und zwar machen wir einen normalen Hampelmann. Anschließend einen Hampelmann, wo unsere Fingerspitzen an die Schultern kommen. Dann diagonal, Ellbogen, Knie zusammen und wieder zack, 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 zack. Und noch 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 und die letzte. So, wunderbar. Jetzt dürfte der Puls ein bisschen hochgegangen sein, damit man den jetzt wieder ein bisschen runter bekommt. Machen wir einen Ausfallschritt. Das hintere Bein wird nach hinten weggeschoben, liegt seitlich auf und wir schieben unser Knie nach vorne. Wichtig, dass die Ferse hier auf dem Boden bleibt. Und die Spannung halten. Ihr könnt ruhig auch ein bisschen wippen. Okay. Und Wechsel. Anderes Bein. Seitwärts aufstellen. Den Fuß runtergehen, Oberkörper aufrecht, Knie nach vorne schieben. Ihr könnt ruhig ein bisschen wippen. Wir machen das zur Mobilisierung, primär nicht zur Dehnung. Gehört auch noch mit zum Aufwärmen. Stellen wir jetzt nochmal hin, nehmen die Hände nach oben, führen sie nach vorne runter, rollen ganz langsam den Oberkörper nach vorne ab und versuchen mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen. Wichtig, die Beine müssen gestreckt bleiben. Nicht beugen die Beine, sondern gestreckt lassen. Spannung ein bisschen halten und wenn ihr merkt, dass die Spannung ein bisschen nachlässt, einfach noch mal ein bisschen weiter runter gehen, sodass ihr fast eure Handflächen auf den Boden legen könnt. Dann langsam wieder nach oben aufrollen. Nächste Übung,
Wir gehen in die Hocke. Wir stellen uns schulterbreit hin. Zehenspitzen leicht nach außen. Hände nehmen wir nach vorne. Gehen jetzt runter in die Hocke. Wichtig, dass unsere Fersen dabei auf dem Boden bleiben. Schön reinhocken. Fersen bleiben auf dem Boden. Wer kann die Arme noch ein bisschen weiter mit nach oben nehmen. Und schön weiteratmen. Wie gesagt, ihr könnt auch ruhig ein bisschen wippen. Wir wollen die Gelenke dadurch ein bisschen geschmeidig machen. Gut. Nochmal die erste Übung. Den Ausfallschritt. Nach vorne. Oh, ich habe, glaube ich, meine Matte etwas zerlegt bisher. Oberkörper aufrecht. Ausfallschritt. Fuß hinten auf der Seite am Boden. Knie nach vorne schieben. Wechsel. Oberkörper aufrecht. Hinteres Bein, Fuß seitlich abgelegt. Knie nach vorne schieben. Nochmal den Oberkörper, Beine gestreckt. Versuchen mal ein bisschen enger zu stehen. Diesmal Arme nach oben, nach unten abbeugen, Arme hängen lassen und langsam in Richtung Boden führen, bis die Fingerspitzen den Boden berühren. Wichtig, Knie sind durchgedrückt. Die Spannung ein bisschen nachlässt, noch mal ein bisschen weiter runter gehen, bis ihr fast die Handflächen auf den Boden ablegen könnt. Okay, dann wieder hoch und noch ein letztes Mal die Hocke, schulterbreit stehen, Zehenspitzen leicht schräg, Arme nach oben. Und schön mit geraden Rücken runtergehen. Wichtig, wenn ihr unten seid, die Fersen bleiben immer am Boden. Und wieder nach oben. Sehr schön. Das war das Aufwärmen. Ich schaue mir mal kurz meine Trainingsfläche an und richte die Bänder ein bisschen aus. So, dann kommen wir jetzt zu den Fußtechniken. Und zwar fangen wir an mit einem B-Schieberei. Wir fegen quasi die Füße des Partners weg. Dabei wichtig, das Bein, das fegt, bleibt immer gestreckt. Und wir drehen den Fuß ein, sodass am Ende der kleine Zeh über die Matte schlittert und wir quasi den Partner mit der Fußsohle drehen. Bein gestreckt, Fußsohle ein. Ein explosiver zu machen. Im Kampf muss es nicht explosiv sein, damit man den Partner auch werfen kann. Und dann versuchen wir auch gleich noch den Armeinsatz mit reinzubringen. Wir haben gegriffen, rechts oder links, ganz egal, ich greife jetzt hier rechts. Wenn ich hier fege,
ziehe hier nach unten, wie mit einer Lenkradbewegung, drücke hier nach oben. Zack. Andersrum gehen wir gleich. 20. Sehr gut. Jetzt machen wir noch einen Zwischenstep. Den Gang. Gleiches Spiel wie gerade eben. Wichtig, dass das Bein des Fegs gestreckt bleibt. Und dass wir die Fußsohle einhalten. Wieder ein bisschen explosiver. Und jetzt auch noch mit Armen. Lenkrad. Zack. 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 Ich muss hier kurz meine Socken wieder richtig hinmachen. So, das ist koordinativ noch ein bisschen schwieriger. Und zwar auch wieder im Seitwärtslauf. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Partner uns fegen will. Das heißt, wir steigen aus und fegen dann nach. Aussteigen, nach hinten. Zack. Zack. Beim Aussteigen führen wir den Fuß, die Ferse zum Gesäß, machen einen kleinen Halbkreis und fegen dann nach. Zack. 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 Okay. Und los geht's. Machen da wieder rechts, links. Ferse zum Gesäß und fegen. Ferse zum Gesäß, heißt halt fegen. Zack. Zack. Und noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Sehr schön. Ich muss kurz wieder mein Fell richten. Immer noch mein Sommer, immer noch mein Winterfell, das ist ein bisschen länger, dass ein bisschen wärmer ist. So, wir machen das gleiche nochmal, war ja ein bisschen schwierig. Noch 20 Wiederholungen, auch nochmal seitwärts gehen. Zeig mal von der Seite. Zack. Wir nehmen den Fuß hier ans Gesäß und fegen. Partner will nicht fegen. Zack. 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 Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und die letzte, 20. Sehr schön. Nächste Technik, die wir jetzt machen werden, ist die kleine Innensichel, sogenannte Kouchigami. Der Fuß vom Partner kommt nach vorne,
Wir gehen hier, weichen hier aus und nehmen dann den Fuß vom Partner mit unserem Träger mit. Zeig's von der Seite. Fuß vom Partner kommt. Wir drehen uns, dass wir seitlich stehen und fegen dann hier weiter. Eins. Zwei. Auch wieder Fegebein gestreckt bleiben und die Fußsohle eindrehen. Eins. Zwei. Super. Drei. Vier. Fuß zurück, seitwärts. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Jetzt das gleiche noch mit Armeinsatz. Und zwar, wenn wir fegen wollen, das Bein vom Partner kommt nach vorne. Wir gehen nach hinten, stehen seitlich, nehmen jetzt mit beiden Armen, wenn wir fegen, und ziehen hier nach unten. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Was wir in die eine Richtung können, können wir natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, jetzt gehen wir mit dem anderen Fuß zurück. Partnerbein kommt vor. Wir gehen zurück, stehen im 90-Grad-Winkel seitwärts und fegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gleich jetzt wieder mit Armeinsatz. Stehen wieder. Fuß kommt vor, wir reichen aus, haben hier gegriffen und ziehen hier nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zum Abschluss, letzte Übung. Jetzt machen wir es rechts, links im Wechsel. Also einmal so um, Ausgangsposition, einmal so um. Heißt, wir gehen einmal mit dem linken Bein zurück, fegen und einmal mit dem rechten Bein und fegen. Pro Seite, 10 Wiederholungen. Wir starten jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Bravo. Wunderbar. Das wären die judo-spezifischen Bewegungen, die wir jetzt durchgemacht haben. Jetzt als dritten Punkt machen wir einen kleinen Kraft- und Ausdauerzirkel. Wir machen drei verschiedene Übungen. Ich zeige sie euch kurz vor. Und von den Übungen machen wir dann jeweils drei Runden. Wir gehen einmal in den Vierfüßlerstand und heben jetzt diagonal den rechten Arm und das rechte Bein nach oben an. Gehen unter dem Körper mit Ellbogen und Knie zusammen und strecken beides wieder aus. Wir machen es schön langsam. 10 Wiederholungen und dann entsprechend auf der anderen Seite. Diagonal Arm und Bein. Zweite Übung, die wir dann machen. Wir sind im Liegestütz und jetzt den Wechsel rechts, links, das Bein nach vorne. Machen wir insgesamt 15 Wiederholungen. Und die dritte und letzte Übung, wir sind im Unterarmstütz, passt vielleicht erstmal so um, schieben jetzt das untere Bein hier vorbei,
wie Gesa Kadame. Halten hier, gehen zurück, andere Richtung. Unteres, das Bein unten durchschieben, Gesa Kadame Position, das Halten, zurück, andere Seite. Jetzt machen wir pro Seite 20 Mal, dann haben wir alle drei Übungen zusammen und wie gesagt, drei Runden. Okay, seid ihr startklar? Dann los. Erste Übung. Die Füße stand, ein Arm und das diagonale Bein strecken und unterm Körper zusammenführen. Zwei, nicht schnell machen, sondern langsam. Drei, also mein Tempo. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und anderes Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön, kurz aufschütteln. Arme aufsetzen. Liegestützstellung und den Wechsel. 1, 2, 4, 10. 20, 30, 40, 50. Sehr gut. Auch die zweite Übung geschafft. Jetzt Unterarmstütz. Knie im Boden weg. Und seitlich durch zum Gesa Kadame, wieder zurück und andere Seite. Und zwei weitere Runden. Und alle wieder fertig werden. In 10 Sekunden geht's los. Ausgangsstellung einnehmen. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Und andere Hand und anderes Bein. Diagonal. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erste Übung schon wieder vorbei. Nächste Übung, Liegestützposition und 10, 20, 30, 40, 50. Eine Übung noch, dann hätten wir die zweite Runde geschafft. Ich gebe es auf. Spannt den Unterarm. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Runde 2 geschafft. Kurze Pause wieder. Könnt was trinken gehen. Hui, hui. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon ganz schön außer Puste. Ich glaube, dass ich in der trainingsfreien Zeit vielleicht doch die ein oder andere Antilope weniger hätte essen sollen. So. 10 Sekunden noch, dann stoppen wir mit Runde 3. Ausgangsstellung einnehmen, vier Füßerstand und diagonal Ellbogen, Knie unterm Körper zusammenführen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurz ausschlafen. Und Liegestützstellung und los geht's. 20, 30, 40, 50, juhu! So, letzte Übung, nochmal auf die Zähne beißen. Arme nochmal kurz ausschütteln. Unterarmstütz. Und Käsegedanke. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Wir ändern die Reihenfolge ein bisschen. Und zwar, da ich ganz schön außer Puste bin, würde ich sagen, fangen wir mit den Entspannungsübungen ein bisschen früher an. Wir legen uns alle auf den Rücken. Arme ganz locker neben dem Körper. Beine ausgestreckt. Und tief ein- und ausatmen. Augen schließen. Und ganz bewusst aus- und einatmen. Jetzt merkt ihr, wie der Puls wieder ein bisschen runtergeht, wie sich die Atmung wieder ein bisschen normalisiert. Tief einatmen und ganz tief ausatmen. Und noch dreimal ein- und ausatmen.
wieder öffnen, Beine langsam wieder anziehen, bisschen ausschütteln, die Arme ein bisschen ausschütteln und langsam nach oben zum Sitzen kommen. Wir bleiben sitzen. Ich muss hier mal ein bisschen meinen Schwanz wegtun, weil der stört hier immer ein bisschen. Da sitze ich nämlich immer ein bisschen drauf. Wir grätschen die Beine, soweit wie es geht. Ich hoffe, dass es bei euch ein bisschen besser aussieht und ihr ein bisschen weiterkommt. Jetzt wollen wir einen geraden Rücken und schieben die Arme ganz langsam nach vorne, so weit wie es geht, bis die Spannung hier an der Oberschenkelinnenseite einsetzt. Schön atmen dabei. Die leichte Spannung aushalten. Und wenn ihr merkt, die Spannung lässt ein bisschen nach, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter und halten die Spannung noch mal. Und wieder aufrichten. Jetzt gehen wir zum linken Bein. Er kann fest hier an seinem Fuß mit der Hand, hält sich fest. Das Knie bleibt durchgedrückt und wir ziehen uns langsam mit dem Oberkörper zum Knie. Knie bleibt, wie gesagt, gestreckt. Schön weiteratmen, die Spannung halten. Und nochmal ein bisschen nachziehen. Und die Spannung wieder lösen. Dasselbe zum anderen Bein. Das Knie wieder durchgedrückt lassen. Der Oberkörper geht zum Bein. Spannung schön halten. Atmen nicht vergessen. Und wenn die Spannung ein bisschen nachlässt, nochmal ein bisschen nachziehen. Und Spannung halten. Und wieder nach oben. So, das gleiche Spiel noch einmal in die Mitte. Wir fahren mit den Händen nach vorne. Oberkörper bleibt aufrecht. Und wir lehnen den Oberkörper nicht zu Boden. Halten die Spannung. Gehen noch mal ein bisschen nach. Und gehen wieder nach oben. Gleiches Spiel nochmal zum linken Bein. Oberkörper wieder zum Knie ziehen. Knie bleibt durchgedrückt. So lange, bis es spannt. Den Oberkörper zum Knie bringen. Spannung halten. Und nochmal ein bisschen nachziehen. Und die Spannung wieder lösen. Und noch einmal zum anderen Bein. Knie bleibt durchgedrückt. Oberkörper Richtung Bein. Spannung halten. Nochmal ein bisschen nachziehen. Und die Spannung lösen. Weiter ausstellen, ein bisschen ausschütteln. So, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur Challenge of the Week. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe, die ihr zu Hause versuchen sollt, ob ihr das schafft. Und zwar für diese Woche sind es 50 Burpees. Was 50 Burpees sind, darauf gehe ich gleich ein. Wichtig dabei, ihr habt jetzt natürlich nicht eine Woche lang Zeit, bis wir uns das nächste Mal wieder sehen, um jetzt die 50 Burpees zu machen, sondern es gibt natürlich auch ein Zeitlimit. Und zwar das Zeitlimit sind 50 Burpees innerhalb von 10 Minuten zu schaffen. Für die Profis 50 Burpees unter 5 Minuten. Es wäre super, wenn ihr eure Versuche mit uns teilen könntet auf Instagram und uns dabei markieren könntet.
Oder ihr könnt auch dafür den Hashtag WJV-Challenge benutzen, sodass wir eure Challenges entsprechend anschauen können. Gut, jetzt kommen wir dazu, was Burpees sind. Und zwar, Burpees sind Liegestütz-Strecksprünge. Ich richte noch mal kurz meine Matte hin. Bei einem Burpee nehmt ihr die Hände runter auf die Matte, geht runter, legt euch mit dem kompletten Körper auf den Boden ab, schiebt jetzt hier den Oberkörper nach oben und zieht die Beine wieder hier ran, kommt nach oben, springt kurz von der Matte weg. Geht wieder runter, Füße hinten weg, ganz auf der Matte ablegen, nach oben gehen, beide Füße ranziehen und weg. Das wäre jetzt einer. Also, wir gehen runter. Eins. Zwei. Und so weiter. Insgesamt müssen es 50 Stück sein. Wie das Ganze aussehen kann, werden wir euch jetzt gleich mal vormachen. Wir werden nur heute in der Trainingseinheit 30 Stück machen. Aber dann habt ihr mal so eine Info, wie das Ganze aussehen könnte. Ihr könnt 50 am Stück machen. Ihr könnt euch zwischendrin immer ein bisschen Zeit lassen. Wir machen es folgendermaßen. Wir machen immer 10 Wiederholungen und machen dann quasi bis die erste Minute rum ist Pause, machen dann wieder 10, warten bis die zweite Minute rum ist und machen dann wieder 10. Dann dürften wir ungefähr, wenn wir jetzt 30 Wiederholungen machen, bei 2 Minuten 40 oder so rauskommen. Okay. Also ihr macht bitte alle mit und versucht einfach mein Tempo zu halten. Und auf die Plätze, fertig, los. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Wie viele Sekunden sind wir? Und die letzte Runde. Los geht's. Das waren jetzt 30 Burpees. Die Challenge of the Week ist 50, also nochmal 20 extra. Unter 10 Minuten, also wir haben jetzt gerade 2 Minuten 40 oder so gebraucht. Für die Profis 50 Burpees unter 5 Minuten. Wäre super, wenn ihr eure Versuche auf Instagram teilen könntet
und uns dabei markieren könntet. Oder benutzt einfach den Hashtag WJV-Challenge, damit wir eure Challenges entsprechend sehen können. Viel Erfolg, seid fleißig, denn ihr wisst, wer löwenstark werden will, muss hart dafür arbeiten. Wir werden jetzt noch kurz abgrüßen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. That's it. So. Hey. Also Kinder, macht's gut und bis nächste Woche.